Die heutige Folge lädt Sie ein zu einer Entdeckungsreise nach Korsika. Den heimatverbundenen Insulanern liegt viel daran, ihr kulturelles Erbe zu wahren und vor allem es mit anderen zu teilen. Mitten in den Bergen stellt Jean-François Messer nach Maß her. In der Castagniccia rettet Eva die wunderbaren Wandmalereien einer Kirche. In Patrimonio arbeitet Julien mit Ton und verleiht Geschirr eine neue Form. In der Nähe von Corte erklingt polyphoner Gesang der Gruppe Isuladin. Ganz im Süden der Insel, in Bonifacio, führt uns Pierre in die Welt der Bruderschaften ein. Und bei Porto Vecchio durchkämmt der Gärtner Stefan immer wieder die Macchia. Unsere Reise beginnt im Nordwesten Korsikas, inmitten der höchsten Berge der Insel. Der Monte Cinto ist das Dach Korsikas. Mit seinen 2706 Metern überragt er eine Landschaft mit alpinem Charakter. Gegenüber dem langen Gebirgskamm des Monte Cinto erheben sich die schroffen, zerklüfteten Gipfel der Aiguille de Popolasca aus rotem Granit, geschliffen von den hier reichlich fallenden Niederschlägen. Den Gebirgskamm aus Granit, der die Insel von Nordwesten nach Südosten durchzieht, überragen fast 50 Gipfel mit über 2000 Meter Höhe. Wo also liegt die Seele Korsikas? Ist die Insel der Schönheit nicht vor allem ein Gebirge mitten im Meer? Im Dörfchen Piedigriggio am Fuß der Aiguille de Popolasca werden süße Wunderwerke geschaffen. Wenn man auf den Kontinent fährt, um dort zu studieren, jedenfalls wird das hier so behauptet, dann fehlt einem etwas. Das sagt einem das Bauchgefühl. Ich hatte die Wahl. Ich hätte auf dem Kontinent bleiben und dort arbeiten können. Aber dann bin ich doch lieber hierher zurückgekehrt. Mit dem Backen habe ich nach und nach angefangen. Erst Kekse, dann Macarons. Daraus wurde eine Leidenschaft. Deswegen bin ich hier geblieben. Diese Rückkehr zu den Wurzeln veranlasste Anne auch dazu, regionale Zutaten zu verwenden. Wenn man mit lokalen Produkten arbeiten will, geht man in die Obstgärten und trifft die Erzeuger. Daraus ergibt sich dann alles Weitere. Als ich das erste Mal dorthin ging, hatte ich nur vor, ein Macaron mit Zitronat zu machen. Doch als ich nach Hause kam, machte ich Macaron mit Bergamotte, Orange, Zitrone, Mandarine, Grapefruit und schließlich auch jede Menge anderer Macaron. Das alles ist nur das Ergebnis einer Begegnung und einem Ort, der mir gefallen hat. Authentischer Geschmack, das bedeutet auch, die Jahreszeiten zu respektieren. Dieser Anspruch verleiht den Macaron der Konditorin besonderen Wert. Wenn man Produkte aus dem Garten verwendet, stehen sie nicht das ganze Jahr über zur Verfügung. Das gefällt mir. Ist ihre Saison vorbei, kann man sie auch nicht mehr machen. Der Konsument ist dann vielleicht frustriert, weil er die nächste Ernte abwarten muss. Aber selbst das gefällt mir irgendwie. Es gefällt mir, wenn er eine kleine Enttäuschung erlebt, weil es bestimmte Sorten nicht mehr gibt und er sich bis zur nächsten Ernte gedulden muss. Ich bekam Angebote, Läden in Paris zu eröffnen. Aber ich habe keine Lust, mir meine Begeisterung nehmen zu lassen, nur um Umsatz zu machen. Ich möchte jeden Tag arbeiten können, wie ich Lust habe, und Minze ernten. Das ist meine Vision von diesem Beruf, und die ist nicht gerade die eines Global Players. Ich bleibe lieber klein und mache meine Arbeit, wie es mir gefällt. Ganz einfach. Auf der anderen Seite des Asco-Tals wenden wir uns in Richtung Moltifao. Dort lebt Jean-François in seiner Werkstatt mitten in der Natur. Zurückgekehrt ins Land seiner Vorfahren, hat er das legendäre korsische Messer neu erfunden. Manchmal, wenn ich im Wald oder in den Bergen spazieren gehe, finde ich ein Stück Holz oder ein Horn. Daraus mache ich dann ein Messer. Ob ich anderswo die gleichen Objekte herstellen könnte? Ich glaube nicht. Denn die gesamte Umgebung hat Einfluss darauf, wie ein Gegenstand entworfen und hergestellt wird. Ein Messer ist, zumindest nach meiner Vorstellung, vor allem ein Gebrauchsgegenstand und deshalb zwangsläufig robust. Zum einen durch den Rohstoff, den ich verwende. Davon abgesehen will ich nicht irgendetwas Protziges herstellen. Das Endprodukt muss noch Spuren seines früheren Lebens bewahren. Mir gefällt, wenn diese Spuren auch in seiner neuen Existenz zu sehen sind. Wie die Messerschmiede vergangener Zeiten in den korsischen Dörfern schmiedet Jean-François seine Klingen selbst. Seine Modelle sind Einzelstücke, es sind die Waffen seiner wiedergefundenen Freiheit. Vorher lebte ich auf dem Kontinent. Ich wohnte ganz oben in einem Mietshaus mit Autos, Lärm und ich arbeitete in einem Büro. Ich glaube, wenn man die Stadt verlässt, ist das ein enormer Schritt hin zu etwas anderem. Unsere Reise führt uns nun von der Ebene im Osten nach Cap Corse, durch die Castagniccia und noch darüber hinaus. Der Etang d'Urbino ist eine Lagune, die nur ein schmaler, sandiger Streifen vom Tyrrhenischen Meer trennt. Das Ökosystem dieser ausgedehnten Feuchtzone wird von der Küstenschutzbehörde bewacht. Sein Gleichgewicht grenzt an ein Wunder. Zwischen Meer und Bergen breitet sich die sanft gewellte, fruchtbare Ebene von Aleria aus, mit Weinstöcken, Obstbäumen, Getreidefeldern und Olivenhainen. Zurück in die Höhen an der Ostseite Korsikas. Die Castagniccia ist eine der waldreichsten Zonen der Insel. Hier ist der Kastanienbaum König, er hat der Gegend ihren Namen gegeben. Früher wurde er Brotbaum genannt, wegen des nahrhaften Mehls, das aus seinen Früchten gewonnen wird. Lange Zeit sicherte der Kastanienbaum den Wohlstand der Bevölkerung der Castagniccia, die in unzähligen Dörfern verstreut lebte. Einige dieser Dörfer haben gleich mehrere Kirchen. Ein reiches Vermächtnis, vor allem in barockem Stil. Die Kirche Saint-André in Sant'Andrea di Cotone ist dafür ein schönes Beispiel. Eva, Restauratorin mit polnischen Wurzeln, sorgt für den Erhalt dieses Vermächtnisses. Als ich ankam, sagte ich weiß nicht, was mich im Innern der Kirche erwartet, aber allein schon die Umgebung ist großartig. Sant'Andrea di Cotone liegt im Südosten der Castagniccia, hoch in den Bergen und ist ein wahrer Balkon über dem Meer. Wenn etwas beschädigt ist, möchte man es wiederherstellen. Hier eine Schicht hinzufügen, dort die Löcher füllen. Aber die Eingriffe aus der Zeit zwischen 1950 und 2000 sind wirklich schlimm. Damals hat man Anstriche verwendet, die sehr stark am Untergrund haften, oft auch noch in den schrecklichsten Farben. Eva versucht mit größter Geduld und Demut alles, um den Originalzustand wiederherzustellen. Das ist korsischer Barock. Er war stark beschädigt, aber ich glaube, man kann es so restaurieren, dass einige der Ornamente wieder zur Geltung kommen. Sie stammen aus dem 18. und 19., einige aus dem 20. Jahrhundert. Die sind natürlich die schlechtesten. Unter den übereinandergelegten Farbschichten verbirgt sich so manch schöne Überraschung. Wir wollten gerade die Ränder abnehmen, die im 20. Jahrhundert mit Ölfarbe gelb übermalt worden waren, und den Rest lassen. Da haben wir dieses Gesicht gefunden und sagten uns, das ist sehr alt. Jetzt haben wir angefangen, Schicht für Schicht abzutragen, denn die Zeichnung, die Sie sehen, ist nicht sehr gut erkennbar. Hier an den Rändern ist noch die Übermalung aus dem 20. Jahrhundert. Darunter haben wir ein Ornament im üblichen Rosaton. Doch darunter kommt ein Gesicht zum Vorschein, das ein wenig mysteriös ist. Aber man sieht deutlich, dass es Christus ist. Manchmal hat man Objekte sehr beschädigt oder sogar ruiniert. Aber man muss darauf achten, nichts falsch zu machen, denn es handelt sich um das Vermächtnis eines Künstlers. Ich bin nur dazu da, um es instand zu setzen, zu schützen und weiterzugeben. Hinter Bastia, ganz im Norden, beginnt Cap Corse, ein langer Gebirgskamm, der sich über 40 Kilometer erstreckt. Eine Insel auf der Insel, wie die Menschen sagen, die hier wohnen. An der Westflanke des Kaps beherrscht der alte Steinbruch von Canari die Landschaft. Zu Beginn der 60er Jahre lieferte er die Hälfte des Asbestbedarfs von Frankreich. Der Norden Korsikas besitzt zahlreiche Aufschlüsse von grünem Gestein, die dieses Mineral enthalten. In dieser weißen Hölle, in der bis zu 350 Menschen arbeiteten, forderten die Langzeitschäden durch den giftigen, feinen Asbeststaub zahlreiche Opfer. Seit 1965 ist die Fabrik außer Betrieb. Gemeinsam mit dem terrassierten Steinbruch gehört sie der industriellen Vergangenheit des Cap Corse an. Aber die Frage, was aus beiden werden soll, ist noch offen. Nebbio hat seinen Namen anscheinend wegen der Wolken bekommen. Diese Region liegt am Fuß des Cap Corse um den Golf von Saint-Florent herum. In der Umgebung von Patrimonio ist die sogenannte Conca d'Oro, das goldene Becken, eine harmonische Verbindung aus Weideland und Weinstöcken berühmter Rebsorten. Ein Ort der Inspiration, an dem im Unterschied zum Rest der Insel die Töpferei wirklich Tradition hat. Nach einer Ausbildung auf dem Kontinent und in Japan hat Julien beschlossen, die Werkstatt seines Vaters zu übernehmen. Die Handgriffe haben sich im Lauf der Jahrtausende nicht stark verändert. Beim Drehen sind sie ziemlich einfach geblieben. Wenn wir heute etwas erschaffen, kann es vorkommen, dass wir besondere Handgriffe ausprobieren oder eine individuelle Art zu arbeiten. Egal wo man wohnt, ob auf Korsika oder irgendwo sonst auf der Welt, überträgt man ganz zwangsläufig das, was man erlebt oder tagtäglich sieht, auf die Dinge, die man macht. Ich glaube auf Korsika wahrscheinlich mehr als anderswo, weil wir auf einer Insel leben. Und durch den Inselcharakter bleibt die Kultur intakt. Davon wird man oft ganz unbewusst inspiriert. Als Sohn eines Keramikers werde ich in meiner Arbeit bewusst und unbewusst beeinflusst vom Erbe meines Vaters. Aber um sich abzugrenzen, muss man das beiseite schieben. Man muss versuchen, aus dem zu schöpfen, was tief in einem steckt und wozu man Lust hat. Ich zum Beispiel liebe gutes Essen und koche für mein Leben gern. Deshalb versuche ich, diese beiden Leidenschaften zu verbinden. Ich verbringe also viel Zeit in Küchen. Dort findet ein leidenschaftlicher Austausch zwischen zwei Berufen mit kreativem Potenzial statt. Mit der Zeit gelingt es einem immer besser, an dem zu arbeiten, was man liebt. Vor einigen Jahren war das schwieriger. Inzwischen gibt es einige Restaurants, die mich kennen und mit denen ich zusammenarbeite. Mit den Jahren kamen immer mehr Restaurants dazu. Das ist es, was mir gefällt. Im realen wie im übertragenen Sinn beschäftige ich mich mit etwas, das nährt. Das passt zu mir. Die Agriatenwüste war einst eine Kornkammer, wurde aber durch zu viele Brände zerstört. Ihre reiche Vegetation erlebt man am besten zu Fuß. Im Osten der Agriatenwüste liegt die Balagne, eine der anziehendsten Regionen Korsikas. Kurvenreiche Straßen führen zu malerischen Dörfern, wie zum Beispiel Belgodere. Wie ein Adlerhorst liegen sie hoch oben und lassen erahnen, wie unsicher sich dieses Volk fühlen musste, das immer wieder angegriffen wurde und deshalb von der Küste floh. Jenseits der Hügelketten öffnet sich zum Meer hin die große Ebene der Figarella, die begrenzt wird vom Golf von Calvi. Auf direktem Weg kehren wir zurück zur Mitte der Insel in die Region von Corte. Hier wie anderswo erklingen noch heute die polyphonen korsischen Gesänge. In der Kirche Santa Lucia di Mercurio sind Antoinette, Elisabeth, Pascal und Marilyn aus allen Teilen der Insel gekommen, um die Gesänge in korsischer Sprache einzustudieren, die ihr Texter Paolo Santu geschrieben hat. Isuladin ist eine gute Mischung. Die Gruppe besteht inzwischen seit 12 Jahren. Wir sind kein professioneller Chor, sondern machen es aus Begeisterung. In der Kulturszene Korsikas haben wir eine ganz eigene Art zu singen durchgesetzt. In ihr spiegelt sich unsere Identität wider. Deshalb werden wir anerkannt. Isuladin ist eine Hommage an die Insel Korsika und ihre Einzigartigkeit. Gleichzeitig erneuert der Chor das Genre mit viel Kreativität. Dass wir alle 4 verschieden sind und aus unterschiedlichen Orten kommen, macht die Stärke von Isuladin aus. Man hat eine unterschiedliche Sicht der Dinge. je nachdem, ob man von der Küste oder vom Landesinneren kommt. Diese Vielfalt macht unsere Besonderheit aus. Und dann natürlich die korsische Sprache. Hier liegen unsere Wurzeln in der korsischen Sprache und dem A-cappella-Gesang. Man denkt oft, die Polyphonie in Korsika sei eine Domäne der Männer. Das hieße aber, die Geschichte des Gesangs außer Acht zu lassen. Ich habe erlebt, dass die Stimmen nur mit Männern besetzt wurden, aber das ergibt ein falsches Bild. Irgendwann wollte man den Eindruck erwecken, Polyphonie sei Männersache. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. A cappella, das sind unsere Wurzeln, unser kulturelles Erbe, der typische Klang unserer Insel. Und wir geben noch etwas von uns dazu, Einflüsse von außen, natürlich immer in korsischer Sprache. Unsere Entdeckung Korsikas führt uns nun in den Süden, nach Filitosa und Porto Vecchio, über Levie und Bonifacio. Die Sanguinaire, eine Gruppe von 4 kleinen Inseln, liegen im Norden am Ausgang des Golfs von Ajaccio. Trotz ihrer geringen Größe bieten sie eine reiche Flora mit seltenen Arten. Hoch oben auf Grande Sanguinaire wacht der Leuchtturm über den Archipel und bildet das Gegenstück zum genuesischen Turm auf der Punta di Parata. Wir kehren zurück ins Tal von Taravo, wo in Filitosa erstaunliche Silhouetten auftauchen. Die megalithischen Zeugnisse in diesem Freilichtmuseum bieten eine wahre Zeitreise vom 6. Jahrtausend vor unserer Zeit bis hin zur Besetzung durch die Römer. Der urgeschichtliche Ort Filitosa beherbergt 70 Menhire, viele in menschenähnlicher Gestalt. Sie sind Zeugnisse bedeutender Kulturen, die auf der Insel herrschten, wie die kriegerischen Scherden, eines der Seevölker, die den Süden Korsikas und Sardiniens kolonisierten. Diese Monumente wurden von Archäologen noch nicht entschlüsselt. Sie lassen religiöse Riten vermuten. Vielleicht waren es Phallus-Symbole, errichtet von Bauern für die Fruchtbarkeit ihrer Felder, oder Grabstelen für mächtige Häuptlinge. Zwischen 1510 und 1620 errichteten die Genuesen, die damaligen Herren Korsikas, hunderte solcher Wachtürme. Sie sollten ihre Besitzungen gegen die Invasion der Korsaren schützen. Ungefähr 67 dieser Türme stehen heute noch entlang der Küste. Auf nach Süden! Bonifacio, die südlichste Stadt Frankreichs, erstreckt sich auf einer schmalen Halbinsel aus Kalkstein von nicht ganz 2 Kilometern Länge. Auf der einen Seite überragen Festungsmauern den schmalen Einlass in das Hafenbecken. Auf der anderen Seite thront die Oberstadt hoch über dem Meer auf eindrücklich geschichteten, blendend weißen Felsen. Dieser einzigartige Ort förderte die Brüderlichkeit und Spiritualität seiner Bewohner. Für Korsen hört Korsika beim Betreten von Bonifacio auf. Das allein zeigt schon die Sonderstellung der Stadt. Außerdem erklärt sie sich dadurch, dass die Stadt zwar vom Grafen Bonifacio gegründet wurde, doch als die Genuesen hierher kamen, haben sie die Stadt entvölkert und Genueser Familien angesiedelt. Das war im Jahr 1195. Also sind wir eher Genuesen als Korsen. An diesem Morgen wird Pierre auf dem Friedhof eine Tradition pflegen, die typisch ist für Bonifacio. Wir werden über den ganzen Friedhof gehen, bis zur Kirche, bis da hinten. Die Bruderschaften und unsere besondere Identität sind in Bonifacio sehr wichtig. Wir kultivieren sie. Hier können Leute Verbindungen herstellen und ihre Identität definieren. Ich bin in Bonifacio, ich bin Bruder in dieser Bruderschaft, deshalb gehöre ich zur Stadt. Ich bin ein Bonifacien. Schau nur, das ist die Familiengruft. Sie erinnert uns an die Menschen, die vor uns da waren. Und sie sind tot. Sie sind im Paradies. Und hier erinnern wir uns an sie. Die Bruderschaften wurden im 13. Jahrhundert gegründet. Man war Bruder und zugleich praktizierender Katholik. Heutzutage ist das nicht mehr so. Es gibt sogar ein Ungleichgewicht. Das heißt, die Bruderschaften sind sehr beliebt. Sie zählen bis zu 200 Mitgliedern. Aber zur Messe kommen nicht mehr so viele. Bruder zu sein bedeutete, denselben Beruf auszuüben. Das war eine Verbindung zwischen den Generationen, sodass man von den Alten lernen konnte. Heute wird die Angehörigkeit vererbt. Das heißt, wenn die Väter oder Großväter in einer Bruderschaft waren, dann gehören sie ihr auch dann an, wenn sie nicht mehr das ursprüngliche Handwerk der Bruderschaft betreiben. Heute geht es dabei eher um moralische Unterstützung, um die Begleitung in der Trauer, nachdem jemand gestorben ist, oder wenn Leute einen Schicksalsschlag erleben. Die Brüder sind da, um ihnen zu helfen. Natürlich lässt die Tatsache, sich zusammenzuschließen, auf eine bestimmte Art gekleidet zu sein, noch dazu die Rituale, so etwas wie eine Sekte befürchten. Dem wäre auch so, wenn man es im Verborgenen leben würde. Denn eine Sekte kapselt sich von der Gesellschaft ab. Eine Bruderschaft aber ist genau das Gegenteil. Eine offene Gemeinschaft, denn das erste Ziel der Bruderschaft ist, anderen zu geben. Zehn Kilometer südlich liegen die weißen Kreidefelsen der Lavezzi-Inseln in der Straße von Bonifacio, jener Meerenge, die Korsika von Sardinien trennt. Diese Meerenge ist berüchtigt wegen der Gefahren für die Schifffahrt. Der französische Teil ist fast vollständig zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Um die außerordentliche ökologische Vielfalt am Meeresgrund zu bewahren, müsste aber international ein ausgedehntes maritimes Schutzgebiet gegründet werden. Die Lavezzi-Inseln im Zentrum des Naturreservats wurden jedenfalls den Meeressäugern überlassen. Der Leuchtturm auf Cap Pertusato war nach jenem auf den Sanguinärinseln der zweite, der in Korsika gebaut wurde. Jenseits der Pointe de Sperron wird die Landschaft sanfter. Traumhafte Strände liegen hier an türkisfarbenem Wasser. Die Gegend um Porto Vecchio bietet ein außerordentlich vielfältiges Badeparadies. Sie ist eines der beliebtesten Touristenziele. Die Erbauung Porto Vecchios durch die Genuesen verlief hingegen nicht ohne Tücken. Die Küste wurde von Piraten heimgesucht und von Mücken, die Malaria übertrugen. Eine der ersten Zitadellen wurde 1565 sogar vollständig zerstört. Erst mit der Anlage der Salinen im 18. Jahrhundert kam die Stadt des Salzes endlich zu Wohlstand. Im Hinterland breitet sich die korsische Macchia aus. Ein wilder, aromatischer Garten mit 2000 Pflanzenarten, von denen 78 nur hier vorkommen. Die dichte Pflanzendecke kann 6 Meter Höhe erreichen. Der Gartenbauer und Bergführer Stefan zeigt bei den von ihm organisierten Exkursionen die Schätze dieser zauberhaften Pflanzenwelt. Autour de moi, il y a une petite vingtaine d'années. Noch vor 20 Jahren war hier zu Herbstbeginn alles schwarz. Ici c'était tout noir. Das ganze Gebiet wurde durch Feuer verwüstet. Jetzt, fast 20 Jahre später, kann man sehen, was die Natur zustande bringt. Die Vegetation um uns herum entstand aus diesem Feuer. Mit diesem Feuer. Sie hat sich also vollkommen angepasst. Es ist immer noch Macchia. Die Vegetation hier besteht nicht aus irgendwelchen Pflanzen. Keine der Pflanzen, die wir hier sehen, wurde von Menschen gepflanzt oder gesät. Dies ist reine Natur. Hier ist man in der Wildnis. Hier ist man in Korsika. Par essence. Das Wilde ist vom Wesen her rebellisch. Und manchmal färben die Pflanzen auf die Leute ab, die sie betrachten. Unzählige exotische Blumen, seltene oder heimische Arten, mischen sich unter das dichte Gesträuch von stacheligem Ginster und Büschen. Der Erdbeerbaum ist unglaublich. Man kann es hier gut sehen. Hier habe ich eine Blüte und genau darüber die Frucht. Zwischen dieser Blüte und dieser Frucht liegt ein Jahr. Der Baum blüht also und lässt gleichzeitig die Früchte reifen, die erst gelb, dann orange und rot werden. Alles zur gleichen Zeit. Stefan ist ein genauer Kenner der Macchia-Pflanzen auf Korsika. Er ist der Einzige, der sich für wilde Pflanzen einsetzt. Einige hat er vor dem Aussterben bewahrt. Sein Untersuchungsgebiet ist enorm. Die Macchia bedeckt riesige Flächen, von den Seekiefern an der Küste bis in die Eichenwälder und die verwilderten Kastanienhaine. Und das bis auf 500 Meter Höhe. Zistrosen, Strohblumen, Donginster, Alpenveilchen. Die Liste dieser Pflanzen ist lang. Der korsische Rosmarin ist etwas ganz Besonderes. Man muss ihn wenigstens einmal gerochen haben, um seine Einmaligkeit zu begreifen. Der korsische Rosmarin enthält viel Verbenon. Aromatherapeuten zufolge wirkt dieses Molekül auf Leber und Gallenblase. Sehr interessant. Wenn man diese Pflanze in einer anderen Umgebung wachsen lässt, wird man feststellen, dass sie nicht die gleichen Duftstoffe entwickelt. Sie produziert nicht die gleichen Moleküle und verliert ihre Besonderheit, die sie hier in ihrer natürlichen Umgebung auf Korsika entwickelt hat. Sehr interessant. Im Norden von Porto Vecchio liegt Alta Rocca, auf Korsisch hoher Felsen. Diese Mittelgebirgsregion bedecken Gehölze und Wälder. Ein Naturschauspiel dort trägt einen drolligen Namen. Der schwindelerregend hohe Wasserfall heißt Piscia di Gallo, Hahnenpisse. Er hat eine Fallhöhe von 60 Metern. Um ihn herum breitet sich ein Wald mit den typisch korsischen Schwarzkiefern aus. Die romanische Kirche Saint-Jean-Baptiste in Carbini hielt Prosper Mérimée für die älteste Kirche Korsikas. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist im pisanischen Stil erbaut. Levie ist die Hauptstadt der Alta Rocca. Im Archäologischen Museum wohnt eine der ältesten Bewohnerinnen der Insel, die berühmte neolithische Dame de Bonifacio, eine korsische Lucy gewissermaßen. In Levie stoßen wir auf die Skulpturen eines autodidaktischen Künstlers, der nach langen Aufenthalten in Afrika an seinen Geburtsort zurückgekehrt ist. In einer Lichtung abseits des Dorfes hat Antoine sich ein kleines Atelier eingerichtet, halb Schrottplatz, halb schöpferischer Ort. Hier arbeitet er mit Metallobjekten, die er hier und da aufgelesen hat. Unter dem Schweißbrenner entstehen einzigartige Werke, Fantasieprodukte eines kompromisslosen Mannes. Ich bin frei. Meine Stücke sind schön oder nicht schön. Das ist mir egal. Ich bin jedenfalls frei, das zu tun, was ich will. Denn wenn man im Kopf verbildet ist durch die Schule oder eine bestimmte Ideologie, ist man eingeschränkt. Diese Einschränkung akzeptiere ich nicht. Deshalb fühle ich mich als Autodidakt sehr wohl. Ich kann machen, was ich will, ganz egal mit welchen Materialien. Niemand kann mir sagen, aber das muss normalerweise so oder so gemacht werden. Nein, es ist so, wie ich es will. Geschweißt, geklebt oder umgestülpt enthüllen die Werke einen verborgenen Sinn und gewinnen ein zweites Leben. Unsere Gesellschaft ist konsumorientiert. Man macht vergängliche Dinge. Alles ist dazu verdammt, vergessen zu werden. Wenn Dinge kaputt gehen, ist es zu Ende. Doch sie sind immer noch da. Die Objekte verschwinden, werden zu Müll. Aber das Material ist immer noch da. Ich eigne es mir an und mache mein eigenes Ding daraus. Ich lasse einen Gegenstand wieder aufleben, der schon einmal für die Menschen gemacht worden ist. Irgendwann dachte man, ein Künstler müsse eine bestimmte Handschrift haben, eine bestimmte Art, etwas zu machen. Ein guter Künstler sei jemand, der eine perfekte Technik hat. Ich glaube, dass die Kunst das jetzt überwunden hat. Schrott hat etwas Sakrales. Die Schmiede von früher, sogar die Alchemisten, arbeiteten auch mit Feuer. Das inspiriert mich. Ich fühle mich wohl in dieser Gesellschaft. Und dann ist da noch die Zeit, die sich auf die Stücke auswirkt. Sie altern, sie rosten, vielleicht verschwinden sie sogar ganz. Auf jeden Fall hoffe ich, dass sie verschwinden. Nichts erschafft sich von selbst, alles verändert sich, verschwindet und kehrt wieder. Ich bin ein Teil dieser Entwicklung. Die Nachwelt hat kein Interesse an Menschen. Ich werde verschwinden. Meine Objekte werden verschwinden. Man wird mich vergessen. Aus dem Dunst erheben sich die zerklüfteten Gipfel der berühmten Aiguille de Popolasca, die die Alta Rocca mit der Ostküste verbinden. Sie erreichen eine Höhe von fast 2000 Metern und bilden eine der spektakulärsten und gleichzeitig schroffsten Landschaften, die das überall gegenwärtige Gebirge in Korsika zu bieten hat. Der Wanderweg GR20 führt über den Gebirgspass Col de Bavella nach Süden. Die Spitzengipfel aus Granit ziehen jedes Jahr zahlreiche Wanderer an, die nach spektakulären Eindrücken in einer außergewöhnlichen Natur dürsten. Korsika ist und bleibt ein wahres Umweltparadies und eine der letzten Wildnisse, die in Europa erhalten sind. Eine Art Utopie in Gestalt einer Insel, von der wir uns jetzt verabschieden.